Hallo Freunde von Warsander, hier ist wieder euer PvP OK. Wir befinden uns auf der Map Mosdok. Zum Einsatz kommen zwei Fahrzeuge aus der deutschen Produktion. Das ist einmal der Panzerjäger 1, also PZ1 Ausführung B, den sehen wir gerade am Rennen. Und dann kommt der Flakpanzer 1 Ausführung A. Sind teilweise erforscht und die Mannschaft ist noch nicht hundertprozentig geskillt. Der Panzerjäger 1 hat ein Battle Rating von 1,7 und der Flakpanzer hat ein Battle Rating von 1,3. Und ihr hört schon im Hintergrund, hier geht's rund. Alle Chefs meinen, sie müssen Anordnungen treffen. Ja, die zwei Panzer, wenn man sie so bezeichnen will, der eine Flakpanzer und der andere ein richtiger kleiner Panzer. Ein Panzerjäger sollte es ja sein. Ja, ich habe mich richtig erschrocken, also wie ich die Dinger zum ersten Mal in der Hand hatte oder gespielt habe. Die kommen mir vor wie so Spielzeugautos. Das erinnert mich immer an das Bobbycar von meinen Kindern, mit dem die rumgedüst sind. Ja, ist ja schon fast eine Beleidigung jetzt, was ich sage zu diesen netten kleinen Panzerchen da. Aber ich meine, der Panzerjäger ist eigentlich für sein Battle Rating mit 1,7 eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Also, wenn man die richtige Munition verwendet, geht schon was. Und der Flakpanzer, ja, den kann man notfalls auch verwenden, um gegnerische Panzer zu vernichten. Aber natürlich nur die kleineren. Wäre ja gigantisch, wenn wir da auch noch einen großen erledigen könnt. Aber es geht. Ich wollte da in diesen Spielen, die ich da durchgemacht habe, separat mal nur den Panzerjäger behandeln und in dem anderen Video nur den Flakpanzer. Leider hat das alles nicht so wunderbar hingehauen. Entweder war ich als Panzerjäger relativ schnell kaputt und musste dann zwangsläufig aufs zweite Fahrzeug umsteigen. Oder mir ist es passiert, ich war mit dem Flakpanzer unterwegs und es kamen so gut wie keine Flugzeuge. Ja, und bevor es natürlich der Mannschaft langweilig wird, sagt man hops, geradeaus und rein ins Getümmel, Panzer suchen. Vielleicht können wir ja da noch ein paar Abschüsse machen. Ansonsten muss ich sagen, die kleinen Dinger, die schlagen sich eigentlich recht wacker. Hätte ich gar nicht gedacht. Also die zwei kleinen Maschinchen da haben mich eigentlich schon im Tier 1 eigentlich schon überzeugt. Also es ist nicht so, dass man die jetzt verstecken müsste. Nein, man kann also schon wirklich gut aktiv mit im Spiel dabei sein. Natürlich sollte man sich dann nicht mit die dickeren Panzer dann anlegen, die dann im Tierbereich 2 unterwegs sind und da vielleicht noch eine höhere Gruppe haben, so mit Tier 2,5, Battle Rating 2,5 oder 2,7. Mit denen muss man sich jetzt nicht unbedingt anlegen. Ich hatte auch das Pech, dass ich also sehr oft auf, sag jetzt mal, ausgewachsene Panzer gestoßen bin. Da bin ich natürlich dann leider Gottes immer recht schnell kaputt gewesen.
Ja, und die Zielerei da auf die Entfernung, das nervt mich. Also bis man da mal einen grünen Punkt findet und dann mit der Maus auf dem grünen Punkt bleiben kann. Also das ist ja der helle Wahnsinn. Was ist passiert? Wir haben das Licht ausgeknipst. Genau, von der linken Seite. Und ich habe mich ja nach vorne konzentriert und wieder mal nicht auf die kleine Map geschaut. Da hätte ich vielleicht den Panzer sehen können, der da frei rumsteht. Gut, jetzt haben wir das Fahrzeug wechseln müssen. Wir sind jetzt also umgestiegen auf den Flakpanzer 1, Ausführung A. Wie gesagt, mit einem Battle Rating von 1,3. Ja, das Ding gefällt mir ganz gut. Er hat halt einen Vorteil, wenn man das als Vorteil bezeichnen möchte. Er hat rundherum so gut wie keinen Schutz. Also wenn da mal einer schießt, dann kann man das Glück haben, dass es also voll durchs Blech durchgeht und es passiert nichts. Aber die Leute haben sich ja angewöhnt, nicht hoch zu zielen, sondern tief in den Seitenbereich, Oberkante Kette, da schießt man ja am liebsten rein. Ja gut, und da hält natürlich der kleine Kerl im Prinzip auch nichts aus. Da ist er dann auch fertig. Aber ist ja auch logisch. Wäre ja auch ein Wunder der deutschen Wehrmacht, wenn er so stabil wäre, dass man Granaten von einem Battle Rating 4.0 abhalten könnte. Ja, und ich habe gedacht, das Flugzeug fliegt noch ein Stück geradeaus. Habe mich aber ausgetrickst. Aber den kriegen wir noch. So. Die haben also auf jeden Fall mal wieder ein Flugzeug weniger. Erst einmal. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Leider hatte ich also kein Glück, dass da recht viele Flugzeuge unterwegs waren von der Gegnerseite. Obwohl Rot geht ja zu Ende und dann steigen sie ja sehr gerne auf Bomber und Flugzeuge, Kampfjäger um. Aber das haben sie diesmal eigentlich nicht so getan. Ich war eigentlich guter Hoffnung, dass ich da noch ein paar Flugzeuge erwischen könnte. Musste mich natürlich dann ein bisschen vorpirschen, weil sonst wäre es mir zu langweilig geworden hier oben. Auf
ja, Videos mit dem Flakpanzer zu drehen, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man ja doch die meiste Zeit steht und sich nicht viel bewegt. Man schaut ja, dass man von der gegnerischen Seite so weit wie möglich weg ist, dass man irgendwo in der Senke steht, wo man nicht eingesehen werden kann vom Gegner, oder versteckt sich irgendwo hinter Felsen. Das ist natürlich dann schon ein bisschen für den Zuschauer ermüdend, wenn da nichts passiert und wenn man dann bloß zwei, drei Flugzeuge erwischt, dann sagt sich der Zuschauer auch, jetzt habe ich 15 Minuten zugeschaut und war stinklangweilig bis auf drei Flugzeuge. Man möchte ja Action erleben am Bildschirm. Ja, also man kann durchaus Panzer erledigen. Das war jetzt eine Abschusshilfe. Aber es funktioniert. Man sieht es dann noch in die anderen Videos. Insgesamt wäre ich von diesen zwei Panzern insgesamt drei Videos einstellen. Mehr nicht, das soll es dann auch gewesen sein. Und dann werden wir uns im Bereich von Tier 1 noch umschauen, was noch fehlt. Dann werde ich da noch ein paar Videos drehen und dann kommt der Tierbereich 2 von den deutschen Panzern dran. Ja, das Video geht dem Ende zu. Rot hat so gut wie verloren. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche mir wie immer einen Daumen hoch, einen Kommentar oder ein Abo. Natürlich wünsche ich euch viel Spaß noch weiterhin bei den anderen Spielen und wünsche euch auch lustige, schöne Videos. Dann sage ich mal Dankeschön für eure Aufmerksamkeit und man hört sich, sieht sich, schreibt sich. Ja, das war's dann, ne? Also, macht's gut heute, euer PVB. Okay.